klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. In unserem heutigen Wohlstandsleben, das so einen hohen Luxus genießen kann, da sind wir es gewohnt, um uns Grundeigenschaften eigentlich wie eine Verpflichtung damit umzugehen. Als Beispiel, nur keine Drohungen. Es dürfen uns keine Drohungen begegnen in irgendwelcher Art, bloß keinen Stress und keine Belastung. Und das ist ja alles bedrückend. Und das muss man weghalten von den Menschen. Und auch in unserem Verhältnis zu Gott. Gott darf uns in keiner Weise mit Drohungen kommen oder irgend sowas. Das vertragen wir heute so wenig wie noch nie zuvor. Obwohl unsere Weltumstände werden immer bedrohlicher, immer schrecklicher. Und dann sagen wir, wir wollen uns in eine schöne Wattewolle einhüllen, dass uns nur nichts treffen mag, weil wir können uns ja so schön betten in unseren Luxusumständen. Fantastisch. Und dann denke ich mir, dann wird die Situation für zurückgebliebene Jungfrauen, törichte Jungfrauen, die wird so unsagbar erschreckend aufweckend sein, zu sagen, ja und jetzt, was habe ich? Was habe ich ein Zurückbleiben? Warum? Weil man mich niemals hat an die Wand drücken können. Man hat mir niemals die Wahrheit so als die Bedrohlichkeit mitteilen können, die es ja ist. Und dann denke ich mir, es sind bestimmt vielleicht alle diese törichten Christen, sie werden womöglich mit diesem Vorwurf dastehen, hätte man mir nur deutlich gemacht den Ernst meiner Lage, hätte man mir nur mehr Druck gemacht, dann hätte ich mich doch mehr vielleicht in die richtige Richtung bewegt. Aber das ist mir gar nicht so deutlich geworden. Ich habe gedacht, das wird nie über mich kommen. Man hat mir das auch so gut zugeredet, dass das kann es ja fast gar nicht geben, um nicht mitgenommen zu werden bei der Entrückung. Wie bedrohlich wird Ihr Leben dann in der Konfrontation mit einer hasserfüllten Antichrist-Dominierung sein? Das ist die Frage. Und dann sage ich mir, Herr, ich möchte mir doch lieber hier und heute auch die bedrohlichen, ernsten Teile der Bibel sehr, sehr zu meinem eigenen Herzen nehmen. Ich möchte darauf kauen, was du sagst. Bitte schaut es euch an. Und dann stellt man sich vor, bei einer Gelegenheit sagt der Herr zu Mose, er gibt ihm ein Lied. Und dieses Lied war voll inspiriert durch Gottes Geist. Und er befiehlt ihm und Josua, dass sie dieses Lied dichten und dass sie es beibringen den Israeliten. Das ist das Lied Mose. Und in diesem Lied stehen Dinge erschreckend, blamierend, beschämend. Ja, man kann es fast nicht fassen. Und das mussten sie als einen, wie soll ich sagen, Schlager singen. Das mussten sie lernen. Dieses Lied wurde in Israel als ein, wie soll ich sagen, Volkslied oder als ein gebräuchliches, ernstes Lied, ein Lied, das eigentlich so viel Vorwurf gegen ihr menschliches Potenzial enthält. Erschreckend, frustrierend, deprimierend. Ja, und doch sollten sie an diesem Lied doch irgendwas lernen und Gott wollte ihnen etwas mitteilen mit diesem Lied. Und dann habe ich es heute und hier in meinen Händen. Und was mache ich damit? Singe ich es mir einmal vor? Kann ich es mal ganz durchlesen? Dann gibt es noch ein zweites Kapitel, was eigentlich ganz ähnlich gestrickt ist wie das Lied Mose. Hesekiel 16 findet sich
eine ganz, ganz gut vergleichbare Konstellation, wie dieses Lied ähnlich aufgebaut. Es beginnt mit dem, wie wunderbar Gott gewirkt hat. Es kommt zu einem Mittelpunkt, wo man sagt, wo und wie die Trennung und der Anstoß, wo Gott und Mensch aufeinander geprallt sind und sich dann tatsächlich getrennt haben in der Weise, dass Gott seinen Zorn über sein böses Volk gebracht hat, um am Ende noch von einem Wunder der Begnadigung zu reden. Das alles enthält das Lied Mose und das alles enthält Hesekiel 16 auf erstaunlicher Weise parallel zu betrachten, miteinander zu vergleichen, ganz, ganz ähnlich. Und dann wünschte ich mir, dass ihr euch selbstständig mal hinsetzt und diese zwei Kapitel der Bibel lest und dann diesen Text zu überdenken, zu durchkauen, verdauen, dass ich diesen Text zu mir reden lasse und mich frage, was soll mir dieser Text hier und heute sagen? Warum ist es meinem Gott derart wichtig, um die Betonung auf solche Kapitel zu legen? Das sind natürlich nicht nur die beiden Kapitel, noch viele, viele andere. Die Bibel ist durchweg erfüllt von vielen diesen ernsten, strengen Texten, die aber mein täglich Brot sein sollten.